Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet, immer noch aus Texas, denn beim letzten Mal sind wir klicklich dran gescheitert, unsere Karpfen hier zu fangen, unsere Büffelfische, und deshalb müssen wir das heute nachholen. Also gehen wir hier zu dem Spot, letztes Mal war ich ja hier in der Ecke, aber wir bleiben jetzt einfach mal bei dem hier und sehen zu, dass wir da den ein oder anderen Fisch rausziehen. Wirklich viel mehr fange ich immer noch nicht. Ich hoffe einfach, dass die jetzt beißen. Wenn nicht, muss ich das zwischendurch cutten, bis ich einen dran habe oder so. Manchmal sind sie ein bisschen zickig. Ich habe auch die Erfahrung, ich spule mal kurz einen Tag vor. Also ein paar habe ich schon im Kescher, aber halt auch viel Beifang gesehen, und drei Büffelfische waren dann auch dabei. Aber im Vergleich zu dem Rest dann eben relativ wenig. Ich habe die jetzt alle auf Erbsen gefangen, aber ich habe auch auf Mais schon welche bekommen. Und auf Teigbällchen gehen die auch. Da kannst du mal eben das Setup angucken. Das habe ich nämlich nochmal neu angepasst auf relativ niedriges Level mit der Omniflow 350, Callisto XS 1400, der Mono 02. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich wirklich Mono verwende, außer vielleicht in einem der allerersten Videos oder so vor 122 Folgen, glaube ich, die wir schon mittlerweile auf dem Kanal haben. Da habe ich, glaube ich, dann vielleicht auch mal Mono genommen, aber ansonsten meistens immer Fluoro. Das Problem bei Fluoro ist tatsächlich, dass ich da keine gefunden habe. Ich weiß nicht, ob es eine dünnere gibt. Ich glaube, das dünnste ist 0,2 und die trägt, lass mich nicht lügen, okay, habe ich nicht dabei, aber ich glaube auch irgendwas über 2 Kilo, 2,7 oder so. Und die Rolle halt hat nur 2,4 Kilo maximaler Widerstand. Also habe ich mich für die Mono-Schnur entschieden, bei der ich auch wieder nicht weiß, was sie trägt, aber auf jeden Fall wahrscheinlich so um die 2 Kilo irgendwas um den Dreh, oder von mir aus auch 1,7, 1,8, keine Ahnung. Also ich möchte es jetzt nicht genau beschwören, aber es klappt auf jeden Fall, dass das hier das schwächste Glied in unserer Kette ist. Dazu der 4er Haken, 1,50 Meter Tiefe, aber ihr könnt auch 1,20 nehmen, 1 Meter. Wenn ihr zu tief geht, dann habt ihr noch mehr Wälse als auch schon bei 1,50. Wenn ihr so Richtung 2,30 geht oder so, dann könnt ihr schon manchmal sehr wälzlastig werden. Deshalb habe ich das ein bisschen flacher gestellt und versuche mal, dass da ein paar mehr Karpfen gehen. Mit Mais habe ich auch tatsächlich noch mehr Fehlfänge, also Beifänge gehabt. Ah, hier, alles auf Mais gefangen. Hier die ganzen Blacktail-Shiner, blaue Sonnenbarsche und hast du nicht gesehen, grüner Sonnenbarsch, junger Kanalwels. Und auf Erbsen bis jetzt nur Wels und den Büffelfisch. Heißt natürlich nicht, dass das jetzt der Topköder ist. Aber deshalb werde ich jetzt erstmal damit angeln und versuchen, den Büffelfisch eben selektiv, halbwegs selektiv zumindest, zu fangen, ohne dass sich da alle kleinen Fische dran bekommen. Also versuchen wir es einfach mal und gucken, ob wir heute Glück haben. Das Problem ist, wir haben jetzt schon 10 Uhr, das ist, glaube ich, in der Beißzeit nicht mehr ganz so gut. Aber ich weiß nicht, also ich habe die erst immer meistens relativ spät gefangen, so Richtung 8, 9 Uhr. Und gerade auch noch ein, also ich guck mal, ich bleibe jetzt einfach mal hier ein bisschen und schau mal, ob da was geht mit den Büffelfischen. Ich weiß gar nicht, ist das der richtige Name? Ich dachte mal, die heißen Büffelkarpfen. Ich muss mal eben kurz selber googeln, ob es mal Büffelkarpfen gibt. Irgendwie habe ich das immer im Kopf gehabt, aber auch schon mal keine Vorschläge bei Google, das ist schon mal gute Zeichen. Großmolliger Büffelfisch. Heißt hier tatsächlich, wenn ich nach Büffelkarpfen suche, kommt der Büffelfisch. Alles klar, dann aber Cyprinellus. Cyprinid sind Karpfenartige, glaube ich. Könnte sein, dass das vielleicht ein Unterart ist. Ja, tatsächlich Karpfenartige. Familie Saukarpfen, also nenne ich ihn weiterhin Büffelkarpfen, mir egal. Nordamerika ist er heimisch. Alles klar. Na gut, egal, wir müssen auf jeden Fall erstmal einen fangen. Das ist viel wichtiger. Wenn das jetzt hier nichts wird, dann muss ich vielleicht doch nochmal die Zeit vorspulen auf den nächsten Tag. Wie gesagt, kostet hier nichts, von daher können wir hier machen, was wir wollen. Und dann versuchen, dass wir da einen besseren fangen. Ich stelle mich mal hier direkt an das Haus hin und dann sehen wir da so eine kleine Spiegelung von dem Gartenzaun, beziehungsweise von dem Gartenzaun ist das nicht, aber von dem Zaun, der da eine Straße ist. Ist hier so eine kleine Spiegelung, da ziele ich eigentlich mal drauf und dann werfe ich da hin. Und dann treibt er hier so
die Spiegelung von dem Zaun lang. Und normalerweise sollten dann irgendwann da die Bisse kommen. Manchmal muss man ein bisschen aufpassen, dass die Spannung von der Schnur natürlich noch vorhanden ist, weil das nach links abtreibt und dann ein Schnurbogen reinkommt. Den wollen wir natürlich nicht unbedingt haben, aber wenn man da ein bisschen aufpasst, dann klappt das schon. Nur mit den Bissen hapert es mal wieder, aber das sind wir ja schon gewohnt. War ja beim letzten Mal auch nicht anders. Und damit können wir uns jetzt schon fast anfreunden. Da macht das mit den Barschen auf jeden Fall hier mehr Spaß mit den gepunkteten. Die beißen oft, machen auch mehr Spaß im Drill, selbst wenn ich jetzt hier das Low-Level Posen-Equipment verwende. Also wirklich Druck machen die Karpfen dann nicht. Wahrscheinlich ist das immer noch zu stark, aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist schon fast die schwächste Matchroute, die ich hier habe. Vielleicht gibt es noch eine schwächere. Ich weiß gar nicht. Welche habe ich denn jetzt hier? 450 oder 350? Ich weiß es nicht. Eine von beiden ist auf jeden Fall ab Level 6. Nur das Problem ist, dass ich nicht weiß, ob man mit den Telerouten, die ja im Level noch tiefer sein dürften, ob man mit denen so weit werfen kann. Das habe ich nicht versucht. Und deshalb kann ich das nicht sagen. Aber kann natürlich auch sein, dass man die Karpfen auch näher fängt, als sie die 30 Meter. Deshalb geht das vielleicht auch mit den Telerouten. Müsst ihr dann halt selber mal versuchen. Köder und so ist ja alles dasselbe. Ich weiß gar nicht, ob die Erbsen schon früh verfügbar sind. Aber Mais ist auf jeden Fall irgendwo unten dabei. Dosenfutter gibt's schon und auch. Die Teichbällchen sind sowieso ganz unten irgendwo. Also am Köder soll es auf jeden Fall nicht scheitern. Eher an der Frequenz der Bisse. Der kommt nämlich hier gar nicht. Das, oh doch, guck mal, da ist ein Fisch. Da wollte ich mal kurz reinholen, aber gucken wir erstmal, was wir da für einen Fisch haben. Der hängt nämlich. Sehr gut. Jetzt hoffen wir noch, dass das ein Karpfen ist und kein Wels. Sollten wir aber dann eigentlich an der Flosse sehen. Also vom Schwimmen her würde ich fast auf den Karpfen tippen, aber ich sehe halt die Flosse nicht. Bin ich so tief unten? Normalerweise sieht man die nicht aus dem Wasser ragen. Aber ne, das ist ein Wels. Da haben wir den ersten Wels an der Leine. Und kein Büffelfisch. Junger Kanalwels, 700 Gramm. In Trophäengröße habe ich die immer noch nicht gesehen. Das gibt hier, glaube ich, so ein paar Kleinfische, wie eben blauen Sonnenbarsch oder so. Den gibt es hier wohl als Trophäenfisch, weil ich so im Chat bis jetzt gelesen habe. Aber von den neuen Fischen noch nichts. Wobei, ich kann mal eben nachschauen. Denn das müsste aktualisiert geworden sein. Lone Star Lake. Was gibt es denn hier so? Büffelfisch. 1,5 Kilo. Und Barsch. 0,9. Also wahrscheinlich noch keine Trophäenfische. Aber das verwundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass es nicht mal die gibt. Oh, das wurden halt noch keine gefangen. Keine Ahnung. Wir wollen auf jeden Fall erstmal wieder weiter versuchen, unseren Karpfen zu fangen. Also hauen wir unseren Köder da schön raus in die Seemitte und hoffen, dass wir jetzt ein bisschen mehr Erfolg haben bei der Ausbeute, die da am Ende am Haken hängt. Immer haben wir schon mal Fisch gefangen. Kommt da sogar ein Ausschlag gerade? Ich bin mir noch nicht sicher, ob die den Ausschlag nicht gefixt haben, weil selbst an dem leichten Gerät hier sehe ich bei den Karpfen teilweise auch keinen. Obwohl die mit 1,5 eigentlich schon einen produzieren sollten. Aber manchmal sieht man halt so einen leichten, aber ich weiß noch nicht genau, ob das daran liegt, dass ich dann vorher eingekurbelt habe, wie gerade, da haben wir dann auch kurz den Ausschlag gesehen und danach war er auch noch kurz zu sehen. Oder ob das noch geht, das müsste ich nochmal gucken bei irgendwelchen anderen Fischen dann, wo das auf jeden Fall sichtbar sein sollte. Oder ob man sich jetzt halt tatsächlich nur noch auf die Pose verlassen kann.
Aber ich glaube, ich spule gleich echt nochmal vor, weil das ist hier mit der Frequenz der Bisse nicht ganz so viel. Wir können auch nochmal auf Mai switchen, dann fangen wir vielleicht nochmal wenigstens ein paar mehr Fische, als wenn wir hier jetzt treiben lassen. Aber ich glaube, ich versuche auch nach dem Wurf jetzt erstmal einen Cut zu setzen und dann wieder einzuschalten, wenn dann der Karpfen an der Rute hängt, denn sonst wird das hier wieder gar nichts und wir sehen wieder gar keine Karpfen während der Aufnahme und das ist natürlich auch nicht Sinn des Videos hier. Ich habe natürlich vorher einen aufgenommen gehabt, aber ich habe jetzt auch keine Lust, den hinten dran zu schneiden. So spektakulär ist er jetzt auch nicht, deshalb können wir den auch ruhig mittendrin irgendwo einbauen. Kurz mal testen, ob deiner ist, aber ne. Der Aufschlag beim Reinholen war nicht groß genug. Aber ich glaube, mit der Uhrzeit wird das nichts. Da hole ich mal kurz rein und dann setze ich hier auch erstmal einen Cut an die Stelle und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Karpfen an der Rute hängt. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Ausschlag. Das könnte tatsächlich der Karpfen sein. Muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich den anscheinend nicht verhaue. Ihr seht oben links, ich sehe es gerade nicht, weil ich auf die Pose gucke, dass ich den Tag jetzt vorgespult habe. Und es knapp nach 7 Uhr sein müsste. Und der hängt. Oben rechts seht ihr, ich habe Mais als Köder diesmal ausgewählt. Also hoffe ich jetzt mal, dass wir hier endlich den Karpfen am Start haben. Ja, das sieht gut aus. Da sehe ich schon die Rückenflosse. Da haben wir ihn. Sehr gut. Also doch noch den richtigen Fisch erwischt. Stelle war dieselbe, Tiefe und alles auch identisch. Ich habe nur mal auf Mais gewechselt, um mal wenigstens ein paar Fische zu fangen. Damit werden wir jetzt auch weitermachen. Und dann haben wir schon den ersten Karpfen oder auch Büffelfisch hier aus dem Wasser, sogar fast an der obersten Grenze. 1,488 Kilo. Aber ich finde den Fisch richtig schön. Der glänzt so lustig irgendwie. Und vor allen Dingen, man sieht auch den neuen Physikkörper hier, ja. Wie der sich hier bewegt. Ist auf jeden Fall sehr viel realistischer als vorher, muss ich sagen. Vor allem, ich weiß gar nicht, ob das vorher geklappt hat, dass wir den auch so rumschütteln können. Keine Ahnung. Habe ich, glaube ich, nie versucht. Aber fällt mir jetzt gerade auch zum ersten Mal auf. Ich finde es einfach lustig. Also, macht sowas nicht in echt nach, ja. Aber das hier ist ein Spiel, also darf ich das. Aber, wie gesagt, ich finde den sehr gelungen von der ganzen Textur her. Von den Glanzeffekten. Aber das sind wir ja auch von dem Spiel gewohnt, dass die Fische da eigentlich allgemein relativ authentisch und schön aussehen. So, aber den packen wir mal in die Tasche. Können jetzt auch mal gucken, was der an Kohle bringt. Habe ich den gerade nicht auch. Oh, okay, auch 7. Also da. Von der Menge her, vor allem vom Gewicht her, würde ich dann fast schon zum gepunkteten Barsch tendieren, wenn ihr hier pleite seid und den fangen wollt, weil der lässt sich meiner Meinung nach leichter fangen als der Büffelfisch. Wenn ihr natürlich mit dem Büffelfisch besser zurechtkommt, dann ist euch das natürlich selbst überlassen, ob ihr da mit dem euer Glück versuchen wollt. Den Würmerhaufen haben wir beim letzten Video schon gesehen. Falls ihr gar keine Köder mehr habt und pleite seid, also schaut da noch mal rein. Wenn ihr den nicht auf Anhieb findet. Oder ich. Alles klar, da war schon Fisch. Aber ich habe den nicht gesehen. Ich versuche gerade rechts rüber zu gucken, ob ich den Würmer von hier aus sehe. Aber ich glaube, der ist da rechts am Rand. Bei dem dicken Baum, der jetzt hier genau auf dem Rand ist. Davor müsste ungefähr der Würmerhaufen sein. Also da müsst ihr dann mal rüberlaufen und da gucken. Da ist auch ein Schild mit so einem Wurm drauf abgebildet. Und da findet ihr dann ein paar gratis Köder, um die Fische zu fangen. Ich sollte vielleicht echt mal hier versuchen, mit einem Wurm zu angeln. Vielleicht ist es auch mega erfolgreich. Aber wir kriegen ja schon wieder den nächsten Zupfer, der aber keinen Ausschlag produziert, aber trotzdem abzieht. Und da sehen wir dann den Beifang mit einem kleinen Fisch. Den können wir jetzt hier natürlich so lustig aus dem Wasser schleudern. Zack. Ja. Da können wir einfach hier Wasserski fahren lassen. Gucken wir mal, was wir hier für einen erwischt haben. Blauer Sonnenbarsch.
Jawohl. 188 Gramm. Richtig kapitaler Fisch. Gibt natürlich auch dicke 2 Erfahrungspunkte, die uns im Leveln auf jeden Fall sehr viel weiterhelfen. Aber ich möchte gerne noch einen Karpfen fangen. Aber ich werde jetzt dafür nicht extra nochmal cutten. Ich werde es hier durchangeln. Und dann schauen wir mal, ob da noch einer anbeißt oder nicht. Und wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Aber fangen kann man die auf jeden Fall. Es dauert halt nur. Ich werde hier auf jeden Fall auch, das kann ich schon mal ankündigen, ich werde dafür natürlich noch ein extra Video machen, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, aber das Turnier, bei dem ich 3 Ultralight DLCs noch zu verlosen habe, werde ich auf jeden Fall auch in diesem Gewässer hier machen. Das ist nämlich echt perfekt dafür, weil hier einfach jeder hin kann, unabhängig vom Level, also kann jeder mitmachen. Ich werde versuchen, das so zu machen, dass man da ungefähr, na gut, vom Anfang an wird man da wahrscheinlich nicht mitmachen können, weil es um Spinnfischen geht. Also solltet ihr zumindest schon mal so als Spoiler das Level erreicht haben, um eine Spinnroute zu haben, weil das Voraussetzung ist. Denn es gibt natürlich auch Spinnsachen zu gewinnen. Also geht es auch darum, ein paar Fische mit der Spinnroute zu fangen. Und das werde ich auf jeden Fall hier in dem Gewässer machen, weil das hier, glaube ich, relativ gut dafür geeignet ist und man da gut mit zurechtkommt und hier halt, wie gesagt, jeder mitmachen kann. Aber wie genau das alles abläuft, werde ich dann in den nächsten Tagen raushauen in einem extra Video und hier haue ich erstmal den nächsten Fisch raus und dann sehen wir mal. Ich muss mal genau gucken, wie ich das plan, weil ich möchte das eigentlich gerne als Live-Turnier veranstalten. Das heißt, dass dann hier alle im Chat sind. Jetzt sind wir in einem Raum. Ich werde dann einen Raum für Freunde aufmachen. Und so weiter und so fort. Und dann halt auf Zeit ein bisschen angeln. Das ist natürlich ein Problem bezüglich der Teilnehmeranzahl. Also ich kann dann jetzt nicht hier 100 Leute teilnehmen lassen, weil erstens nur 20 Leute in den Chat reinpassen. Und ich dann auch nicht so mega die Zeit habe, dass ich da 5 Runden machen kann, indem wir jeweils 20 Leute drin haben. Also muss ich zusehen, je nachdem, wie viele Teilnehmer da sich anmelden, ob ich das auslos oder was weiß ich. Also wenn ich da zu viele anmelden für die Teilnehmeranzahl, für die ich mich hier letztendlich entscheiden werde, werde ich das auf jeden Fall, glaube ich, per Losverfahren dann entscheiden lassen und vielleicht noch ein paar Lucky Loser, falls dann jemand doch spontan nicht kann oder so. Aber müssen wir gucken. Ich versuche das auf jeden Fall in der Woche zu machen. Weil am Wochenende ist immer ein bisschen tricky bei mir selber. Ich weiß, in der Woche ist auch bei dem einen oder anderen halt schwer wegen Arbeit und was weiß ich. Aber man findet halt nie irgendwie wirklich einen perfekten Termin, wo halt alle können. Da muss man sich dann halt mit arrangieren. Ich versuche das so gut wie möglich irgendwie. Ich versuche es auf jeden Fall dann abends zu machen, was weiß ich, 20, 21 oder sowas um den Dreh, wo dann vielleicht der ein oder andere noch Zeit und Lust hat, sich hier mal für eine gewisse Zeit ans Gewässer zu stellen und sein Glück zu versuchen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich morgen schon dazu ein Video mache oder die Tage, muss ich nochmal gucken, wie genau ich mir das alles vorstelle, aber wird auf jeden Fall kommen. Also haltet die Augen offen. Bin auf jeden Fall froh, dass ich das noch nicht gemacht habe, weil der See hier besser ist als mein ursprünglicher Plan. Ursprünglich wollte ich das in New York machen, aber da finde ich den See hier dann doch schöner und auch besser. Aber genug dazu. Wie gesagt, das alles nochmal extra, nur schon mal als kleiner Teaser, Spoiler und als kleine Motivation für die Leute, die vielleicht noch nicht das Level erreicht haben.
und die Spinnausrüstung in der Tasche haben, dass die vielleicht nochmal schnell ein paar Fische fangen und sich das zulegen. Und hier haben wir wieder den größten Fisch von allen, den Blacktail Shiner. Wunderschöner Fisch, 108 Gramm. Richtig kapitaler Brocken. Aber ihr seht schon, mit Mais kommen die Bisse auf jeden Fall sehr, sehr viel schneller. Aber eben auch sehr, sehr viel Scheiße dabei. Ich sag das jetzt mal so, wie das ist. Wir wollen Karpfen fangen und fangen halt Blacktail Shiner und hast du nicht gesehen. Blaue Sonnenbarsche und alles, was man eigentlich nicht haben möchte. Aber gut, muss mal durch. Das andere Video ist halt noch nicht online, was ich gestern Abend aufgenommen habe. Jetzt haben wir, warte mal, für einen Tag, Freitag. So ist das, wenn man Student ist und nicht weiß, welcher Wochentag ist, weil man jeden Tag frei hat. Ne, also, ich glaube, wir haben heute Freitag am Mittag und das Video kommt erst in 1,5 Stunden online von gestern, wo ich die gepunkteten Barsche gefangen habe. Und deshalb kann ich auch noch nicht auf Kommentare und Tipps, die ich mir gewünscht hatte bezüglich des Karpfens, eingehen, weil ich mir dachte, komm, jetzt hast du gerade Zeit zum Aufnehmen, also machst du das eben. Und irgendein wirst du schon fangen, und wenn du das cutten musst, hat er dann doch relativ schnell geklappt. Ich war jetzt gar nicht so lange offscreen, irgendwie, was weiß ich, 3, 4, 5 Minuten, dann hatte ich den Karpfen auch schon. Und hier kommt schon der nächste kleine Fisch, der sich anmeldet. Und auch der hängt. Aber ist ja halt auch eher einer von der kleineren Sorte. Ich sehe noch nicht ganz genau, aber müsste auch wieder so ein Sonnenbarsch sein. Ja, das sieht nach einem blauen Sonnenbarsch aus. Dann nehmen wir den auch mal mit. Lol, schon jetzt echt, ernsthaft, ich habe 1 XP bekommen. Und der Premium war auch 1 XP. Oder war das ein Anzeigefehler und die 2 war noch nicht geladen? Ah, muss ein Anzeigefehler gewesen sein. Ich glaube, das war der hier. Der hat 2 XP gegeben, alles klar. Aber die Büffelfische, die geben 1,50. Also das ist schon mal zum Leveln, gerade am Anfang, wenn man hier anfängt mit dem Spiel, ist das echt nicht schlecht. Ne? Also gut, man fängt jetzt vielleicht nicht so oft, aber 1,50 XP für den Anfang, da hat man schnell mal die ersten 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder auch 20 Level zusammengefarmt und kann hier ordentlich durchstarten. Ich werde mal den Köder wechseln. Ich möchte das nochmal mit Teigbällchen versuchen. Mal gucken, was da geht. Vielleicht kriegen wir damit noch einen Karpfen überlistet. Gucken wir mal. Versuchen wir doch einmal hier mit dem Teigbällchen, und wenn nicht, dann soll es doch gewesen sein, müssen wir nicht jetzt unnötig in Länge ziehen, denn viel mehr als beim ersten Karpfen wird auch nicht passieren. Der war schon, wie gesagt, knapp an der obersten Grenze, was die Gewichtsklasse betrifft. Also mehr Drill werden wir da eher nicht zu sehen bekommen. Jetzt kriegen wir hier nochmal einen Biss von einem kleineren Fisch. Also auch die Teigbällchen produzieren offensichtlich genug Beifang. Ich weiß gar nicht, ob man den Barsch auf Pose fangen kann. Habe ich noch nicht versucht, ob man den vielleicht mit irgendwelchen Grillen oder Würmern überlisten kann. Aber wahrscheinlich gibt es dann da auch genug Beifang bei den ganzen kleinen Fischen, die hier rumschwimmen. Was haben wir da? Haben wir noch einen grünen Sonnenbarsch erwischt oder was? Ein goldener Putzer. Ja, guck mal, den habe ich hier noch gar nicht gefangen. Ja, da haben wir nochmal hier ein richtiges Highlight zum Abschluss. Und damit können wir doch auf jeden Fall das Video beenden. Also, Karpfen bzw. Büffelfische lassen sich hier schon fangen. Aber bis jetzt noch sehr, 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 sehr mager. Die sind noch ein bisschen zickig, aber gut. Mal gucken, vielleicht gibt es auch irgendwie bessere Methoden. Wie gesagt, Kommentare könnt ihr mir gerne schreiben, wie ihr die fangt und wie ihr die besser fangt. Ob es vielleicht noch einen selektiveren Köder gibt als Erbsen. Ich glaube, Erbsen ist bis jetzt so das Beste, was ich gefunden habe bezüglich Beifang. Da hat man halt bis jetzt nur den Wels eigentlich, die anderen eher selten. Also würde ich zu denen im Moment
eher tendieren als zu den anderen, aber vielleicht gibt es auch irgendwas Besseres, was ihr rausgefunden habt, also gerne in die Comments damit. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dann werden wir wahrscheinlich auch noch hier ein bisschen rumhampeln, weil es ja auch noch Hechte gibt und so. Die möchte ich vielleicht auch noch ein bisschen fangen. Je nachdem, wie schwer die hier zu holen sind. Aber sehen wir dann im nächsten Video oder auch nicht. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Petrial, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.